Erik Engelhardt steht bei uns am Montag, bevor es am Dienstag nach Dortmund geht. Erik, du hast deinen Vertrag verlängert, wir haben es gestern vermeldet. Magst du einmal ein bisschen die Gründe schildern, warum du dich entschieden hast, ja, vorzeitig beim VfL zu verlängern? Ja, es ist ja vorzeitig verlängert. Der VfL kam auf mich zu und ich habe, glaube ich, nicht lange überlegt, das zu machen, weil wir uns jetzt einfach hier wohlfühlen. Nach der nicht einfachen Zeit am Anfang läuft es auch ganz gut für mich und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mich schnell für hier zu entscheiden. Ich würde sagen, es läuft sehr gut bei dir. Also die Zahlen sind zuletzt wirklich top. Ich glaube auch generell mit dem Aufschwung der Mannschaft hat sich auch deine Kurve steil nach oben bewegt, oder? Ja, für mich kann man sagen, seit dem Elversberg-Spiel und dann, dass ich dann am nächsten Spieltag da von Anfang an spielen durfte, was, glaube ich, schon lief alles ganz top für mich. Und ja, jetzt wollen wir natürlich weitermachen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag am Dienstag und dann am Samstag wieder. Und da und die Spiele wollen wir natürlich gut und siegreich bestreiten. Du sprichst es an, morgen geht es zur Reserve, zum BVB. Inwieweit hat euch diese Spielverlegung beeinträchtigt oder nehmt ihr die Sache einfach so an, wie sie ist? Ja, wir nehmen sie so an, wie sie ist. Ich glaube, es ist auch jedem ganz lieb, dass es im Signal Iduna Park ist, statt in Wuppertal bei den Bedingungen. Und ja, wir freuen uns auf das Spiel. In dem Stadion zu spielen ist, glaube ich, nicht alltäglich. Und ja, wir genießen das Spiel. Ja, wir haben, glaube ich, keinen Druck. Wir können befreit ausspielen. Wir haben Rückenwind von den letzten Wochen und das wollen wir auch ausnutzen bei dem Spiel gegen Dortmund, bei dem es jetzt nicht so gut läuft, aber wir dürfen die natürlich nicht unterschätzen. Also du sagst es, es gibt nochmal einen kleinen extra Motivationspunkt, wenn klar. Man in so einem Stadion spielt, in dem man vielleicht nicht alltäglich spielt? Ja klar, klar sind da keine 80.000, aber in dem Stadion zu spielen und von uns kommen ja auch über 1.000 Fans. Es ist, wie gesagt, nicht alltäglich und da freuen wir uns drauf. Ja, dann drücken wir ganz doll die Daumen. Danke dir, Erik. Gerne.